Achim Gölles, Staatsmeister 2016 in Calisthenics, einer modernen Sportart, einer neuen Trendsportart, die sich in Österreich immer mehr etabliert. Nicht zuletzt auch aufgrund des Bodyweight Day 2016, der zum ersten Mal letztes Jahr stattgefunden hat in der Markshalle, wird 2017 auch wieder stattfinden. Wie bist du zum Calisthenics gekommen? Wie hat das mit dir und dieser tollen Sportart angefangen? Also begonnen hat das Ganze eigentlich dadurch, dass ich vor circa 5 Jahren mich mit Kollegen aus meiner Schulklasse damals im Fitnesscenter angemeldet habe. Mir hat das eigentlich relativ schnell getaugt, einfach dieses Krafttraining. Mir war es dann aber zu langweilig, irgendwann nur noch mit den Geräten zu trainieren. Dann bin ich einmal umgestiegen auf eher freies Training mit freien Gewichten, aber es war halt immer noch dieses, sag ich mal, Bodybuilding-mäßige Training oder dieses typische Krafttraining, was man halt aus dem Fitnessstudio kennt. Dann bin ich umgestiegen nach circa 1,5 Jahren, 1/4 Jahren, hat mir das gereicht sozusagen, und ich habe angefangen, nur noch mit meinem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Anfangs war noch die Motivation, eigentlich Muskeln aufzubauen, und das ist dann aber relativ schnell in den Hintergrund gerückt, und ich habe mich dann sozusagen immer mehr verliebt in darin, neue Übungen zu lernen und diese Begeisterung, einfach neue Moves zu können. Und dann ist das irgendwann ganz in den Hintergrund gerückt, was am Anfang noch die Motivation war, einfach Muskeln aufzubauen oder Kraft aufzubauen, jetzt ist es immer noch Kraft, aber halt auf eine andere Art und Weise. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich eigentlich nur noch darauf hintrainiere, neue Übungen zu können, die mir einfach Spaß machen. Also diese Faszination hat mich sozusagen dahin gezogen. Und jetzt sind es schon bald 4 Jahre ungefähr eben, dass ich Calisthenics mache. Ich bin jetzt in Calisthenics, nicht im Verein so, dass ich immer meine fixen Trainings habe. Ich bin mein eigener Trainer. Ich trainiere, wann ich will. Das hat mir als Kind schon immer so ein bisschen dazwischen gespielt. Also ich genieße das, dass ich mir jetzt selber einteilen kann, wann ich trainieren gehe. Das, was mich auch begeistert, was ich so heraushebt, sind eigentlich, würde ich sagen, diese statischen Übungen und diese Kraftübungen. Mein normales Calisthenics-Training dauert circa 4 Stunden lang. Das mache ich normalerweise 5-mal die Woche ungefähr. Und an den restlichen 2 Tagen, die übrig bleiben, trainiere ich die Beine. Das dauert meistens um die 2 Stunden. Dynamisches Calisthenics, das überschneidet sich teilweise dann schon mit Parkour. Und Calisthenics heißt ja schöne Kraft auf Griechisch. Und ich würde sagen, was sich hervorhebt, sind die Moves. Ich will mich dafür einsetzen, dass die Sportart, die finde ich einfach dadurch, dass sie so simpel ist und für jeden zugänglich ist, ein Riesenpotenzial hat. Und nicht nur für Leistungssportler, sondern für jedermann. Da kann jeder, egal wie gut er ist, damit anfangen und sich sozusagen einfach sich bewegen. Und das will ich 2017 auch, genauso wie 2016, auch wieder weiterbringen. Also sozusagen, dass diese Distanz, die von den Leuten oft zu diesem Calisthenics ist, sozusagen kleiner wird. Die Calisthenics-Szene in Österreich hat eine riesige Dunkelziffer, würde ich sagen, weil ich glaube, sehr viele Leute Calisthenics machen, weil theoretisch mache ich schon Calisthenics, wenn ich mir daheim eine Klimmzugstange aufhänge und jeden Tag ein kleines Workout mache. Das heißt, es ist sehr schwer zu sagen, wie viele Leute wirklich Calisthenics machen. Was wir sagen können, ist, dass auf jeden Fall ein Riesenwachstum stattfindet in Österreich von der Vernetzung her. Danube Calisthenics ist mein Projekt, das habe ich gegründet im März 2016, also ist noch nicht mal 1 Jahr alt.
Und mein Anliegen war es einfach, meine Erfahrung und das, sozusagen das Gute, was ich alles durch Calisthenics erlebt habe oder erfahren habe können, anderen weiterzugeben und anderen vielleicht ein bisschen schmackhafter zu machen.